Einen wunderschönen guten Tag. Heute möchte ich euch ganz gerne Charlotte OS vorstellen. Das Ganze ist eine auf Ubuntu basierende Distribution, die sich an Umsteiger richtet, also Leute, die von Windows auf Linux wechseln wollen. Das Ganze hat den XFCE Desktop, wie wir vielleicht schon erkennen können. Dann wollen wir uns einmal anmelden. Und schon sehen wir einen schönen Desktop, den ich aber schon umgebaut habe. In der Standardeinstellung ist er bläulich, aber ich fand das so ein bisschen schicker. Aber das ist ja immer so Geschmackssache. Wir sehen hier einen umgebauten XFCE Desktop, unsere Standard-Icons, eine Startleiste, so werde ich es jetzt mal nennen. Und hier oben den Conky-Monitor. Der Conky-Monitor zeigt uns gerade das Datum, die Uhrzeit und die wichtigsten Hardware-Komponenten an. CPU 0%, der lügt. RAM und HD. Und dann haben wir hier unten unser Charlotte OS-Menü. Das sieht auch schon ein bisschen nach Windows aus, aber es ist eigentlich nur ein XFCE-Plugin, was neuerdings aber auch schon Standard ist. Und dort finden wir alle unsere Anwendungen, wie wir es von Windows auch kennen. Unten haben wir noch Favoriten und rechts die Uhrzeit und ein Symbol zum Desktop anzeigen und unsere Benachrichtigung. Hier haben wir unsere ganzen Anwendungen bzw. Verlinkungen. Die können wir von hier aus direkt starten. Die Fensteroptik finde ich sehr schön, flach. Aber das passt zum ganzen System. Dann gehe ich mal ins Menü und schau mir die Anwendung an. Büroanwendung. Was mir auf den ersten Blick auffällt, ist, dass leider keine Office Suite vorhanden ist. Das könnte nämlich nicht schaden. LibreOffice oder sowas wäre doch was Feines. Aber wir haben einen Dokumentenbetrachter. Ein Great Little Bookshelf für E-Books, würde ich sagen. Und ein Wörterbuch. Zu den Einstellungen komme ich später. Grafikprogramme ist nochmal der Dokumentenbetrachter aufgelistet. Dann haben wir noch GIMP. GIMP wäre, ich sag jetzt mal, eine kostenlose Photoshop-Alternative, obwohl das eigentlich falsch ist. GIMP ist was Eigenes, aber kann dementsprechend verwendet werden, weil meiner Meinung nach ist GIMP genauso gut und dazu auch noch kostenlos. Dann haben wir noch einen Bildbetrachter und ein Scanprogramm. Als Webbrowser kennen wir hier den Firefox, den kennt ihr wahrscheinlich auch von Windows her, den gibt es da ja auch. Dann haben wir noch einen Radioplayer, der spielt Online-Radio ab. Dann haben wir einen Online-Video-Downloader. Dann haben wir Pigeon Internet-Sofortnachrichtendienst und ein BitTorrent-Programm. Dann haben wir noch Audacious als Medienplayer für Musik. Brasero als Brennprogramm, obwohl mir da XFBurn lieber wäre. Die zwei hier hatten wir schon. Da haben wir unseren Puls Audio Lautstärkeregler und VLC Media Player. Den kennt ihr ja wahrscheinlich auch von Windows her. Das ist mit der beste Video Player, den es gibt, finde ich. Dann haben wir noch zwei Spiele an Bord. Das ist 2048 und Solitär. Alle Programme lassen sich natürlich nachrüsten, wenn euch was fehlt. Als System haben wir noch Application Center dabei, den Application Installer und den Task Manager. Das zeige ich euch mal, das Center hier. Das ist das Ubuntu Software Center, da können wir Anwendungen suchen oder uns, je nachdem was wir brauchen, durch die Kategorien wählen. Das ist ganz wunderbar. Könnte man mit einer Art App Store vergleichen, sonst sind es keine Apps. Dann haben wir noch Zubehöranwendungen, Programm starten und Anwendungsfinder. Würde ich jetzt mal hier als Ausführen-Dialog bezeichnen. Dann haben wir noch eine Archivverwaltung. Arc ist dasselbe. Dann haben wir Bildschirmfotos, um Screenshots zu machen. Dateisuche, die Website von den Entwicklern. Dateiverwaltung, Double Commander. Den kenne ich auch noch nicht. Ist halt so ein doppelter Commander halt, doppelter Dateimanager. Das ist immer ganz nützlich für Dateioperationen.
Die Dateiverwaltung ist unser, einfacher Dateibrowser. Da haben wir Mauspad, ein kleines Schreibprogramm. Den haben wir, mein Computer, was haben wir hier? Achso, das ist nur ein Link. Dann haben wir noch Notizen, damit können wir Notizen machen. Onboard, eine Bildschirmtastatur, was dementsprechend Vorteile hat, wenn man ein Touchscreen hat. Im Taschenrechner haben wir natürlich das Terminal und eine Zeichentabelle. Was mir gerade aufgefallen ist, das hier hat so ein bisschen Schallplattenlook, das finde ich cool. Und darüber hinaus verfügt das System auch noch über einen Style Changer. Der ist jetzt noch ein bisschen verbuggt. Den fand ich sogar noch besser in der vorherigen Version. Aber trotzdem, wir können uns hier durchwählen. Nehme ich mal Beige Modern, wem das gefällt. Brave Classic, Brave Modern, Basic Classic. Das ist jetzt unser Basic Modern. Das ist jetzt das Standarddesign, meine ich. Dazu hatten wir noch ein anderes Hintergrundbild, das ist aber nicht so wichtig. Wir haben ja nicht nur Windows 10 Icons, wir haben auch noch hier Windows 7 Fenstersymbole. Wer das mag, obwohl ich finde, da ist das flache Design doch ein bisschen besser. Das finde ich schöner. Wir können Conky umstellen, das funktioniert nicht unbedingt so hervorragend. Ja. Na komm. Ja. Dann lassen wir den so, aber gut. Der hat ja sowieso gerade Probleme. Jo, das ist, funktioniert schon wieder ein bisschen besser. Da schien ein Update zu, gekommen zu sein. Beim letzten Testen war es nicht wirklich gut. Können wir natürlich auch verschieben, wenn wir die Alt-Taste gedrückt halten. Wirklich wunderbar. Gehen wir mal in die Einstellungen rein und gucken, was wir hier haben. Arbeitsflächen, da können wir natürlich noch ein paar virtuelle Desktops hinzufügen. Und wir können Ecken einstellen, wo keine Fenster platziert werden können. Ecken und Ränder. Ja gut, ob das jetzt nun nützlich ist, weiß ich nicht. Da haben wir Benachrichtigungen, bevorzugte Anwendungen, also Standardprogramme, den Conky Ein- und Ausschalter, sage ich mal, das Erscheinungsbild, das haben wir hier auch noch mit dem Style Manager, die Feineinstellungen, Fensterverhaltung, die Feineinstellungen der Fensterverwaltung, so, genau. Da kann man noch ein bisschen an den Effekten arbeiten, wenn einem das gefällt. Dann haben wir die Fensterverwaltung, Leiste, das ist hier unten. Wir können das Menü bearbeiten, persönliche Informationen, Schreibtisch, Hintergrundbild zum Beispiel mal ändern. Ja. Da bleibe ich lieber bei meinem Bild hier. Startpoint, was haben wir hier? So eine Art Einführung. Das macht er gleich automatisch auf maximale Größe. Anzeige, Bluetooth-Adapter, Bluetooth-Verwaltung, Energieverwaltung, Laufwerke haben wir hier auch noch. Unsere Datenträgerverwaltung kennen wir ja. Partitionierungswerkzeug. Das braucht natürlich unser Passwort. Gparted, das Beste, was es gibt, finde ich. Tastatur. Wechseldatenträger und Medieneinstellungen. Wir können uns zusätzliche Treiber installieren, falls und welche fehlen. Dann wird hier jetzt gesucht. Ziehe ich den mal zur Seite. Oh, hat er was gefunden. Und die verwendet er auch schon. Habe ich auch alle installiert. Da haben wir die Aktualisierungsverwaltung. Damit halten wir alle Anwendungen auf dem System auf dem aktuellsten Stand. Das ist nicht wie bei Windows. Hier wird alles über ein zentrales Programm gesteuert, sage ich mal. Auto-Mount-Settings, um Datenträger einzuhängen.
Benutzern, Gruppen, den Cleaner, um das System aufzuräumen, obwohl das unter Linux nicht unbedingt Not tut. Wir können Datum und Uhrzeit natürlich, Festplattenbelegung, Meme-Typ-Bearbeitung haben wir natürlich, Netzwerk, One-Click-Maintenance. Achso, das setzt unser System zurück, das hieß damals anders. Sitzung und Startverhalten, also Autostartprogramme, Startmedienersteller, Synaptik-Paketverwaltung, das ist wieder Software Center, nur ein bisschen für fortgeschrittene Benutzer. Dann können wir noch unseren Dateibrowser, der heißt Yotuna, umstellen und Rhintrix. Mit Rhine können wir Windows-Programme unter Linux ausführen. Das hat den Vorteil, dass wir unsere geschätzten Anwendungen, für die es keine Alternative gibt und die wir unbedingt brauchen, teilweise auch ganz gut unter Linux ausführen können. Ich sage jetzt teilweise, weil das natürlich nicht bei jedem Windows-Programm klappt, denn sowas ist natürlich sehr umfangreich, das Ganze nochmal in Linux einzubauen, aber so einfache Anwendungen, man kann es durchaus probieren. Aber ich brauche das nicht, ich bin nicht auf Windows angewiesen. Wir können nochmal die Settings bearbeiten. Könnte man sich wie einen Registrierungseditor unter Windows vorstellen. Onboard-Einstellungen, USB-Abbilderstellung, USB-Stick formatieren. Ja, an sich ist das System meiner Meinung nach wirklich sehr schön gemacht. Das Design finde ich auch sehr gut. Den Style-Changer finde ich auch hervorragend, obwohl der natürlich noch ein bisschen sehr buggy ist. Das Ganze mit Conky ist noch nicht unbedingt so hervorragend gemacht. Da finde ich, könnte man durchaus noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Ja. Also sonst großes Lob, aber Style Changer mit Conky noch mal ein bisschen verbessern. Aber ich meine, der hat einen auch davor gewarnt, dass es noch nicht so stabil ist beim ersten Start. Aber allen in allem finde ich die Distribution besonders gut. Man sollte halt mal ein bisschen ausprobieren, was einem gefällt. Aber gerade für Umsteiger, die von Windows kommen und auf Linux wechseln möchten, finde ich die Distribution wirklich gelungen. Natürlich kann man da auch Ubuntu oder Linux Mint benutzen. Aber wer es ein bisschen anders mag, ist mit Charlotte OS gut bedient. Da kann man wirklich viel, viel Spaß mit haben. Weil man sieht, dass sich die Entwickler viel Mühe gegeben haben. Und es ist ihnen auch wirklich gut gelungen. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich, dass ihr zugeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Am besten eine positive. Kritik und sonstige Kommentare wirklich gern gesehen. Und viel Spaß bei der Endcard.